Großbritannien ist nach den USA der wohl wichtigste Verbündete der Ukraine im russischen Angriffskrieg. Kein Wunder also, dass Präsident Selenskys zweite Auslandsreise seit Kriegsbeginn dorthin führt. Am Mittag wurde er in London von Premierminister Sunak begrüßt. Selensky dankte Großbritannien für die bisherige Unterstützung. Allein im vergangenen Jahr waren es 2,5 Milliarden Euro Militärhilfe. In diesen Minuten wendet sich Selensky in Westminster Hall mit einer Rede an die Briten. Sven Lohmann. In London zugeschaltet. Und mit welcher Botschaft konkret wendet sich denn Präsident Selenskyj an das britische Parlament? Also zum einen möchte er Danke sagen für die bisherige große Unterstützung, auch an die britische Bevölkerung. Und das hat natürlich eine ganz andere Symbolik und Wirkung, wenn er das persönlich tut. Und zum anderen geht es ihm darum, dass auch diese Unterstützung weiter anhält, vor allem vor der befürchteten Frühjahrsoffensive der Russen. Und er bittet ja nochmal um mehr Waffenlieferungen. Und Selenskyj geht es ja ganz konkret auch um Kampfjets. Bei denen sagt das Vereinigte Königreich bisher, nein, das sei nicht praktikabel, das können wir nicht machen. Aber diese Bitte jetzt noch einmal persönlich und auch direkt an die Abgeordneten zu signalisieren und auszusprechen, das hat mit Sicherheit auch noch mal eine ganz, ganz andere Wirkung und darauf dürfte Selenskyj setzen. Auf dem Besuchsprogramm steht heute auch ein Besuch bei ukrainischen Soldaten. Vor welchem Hintergrund? Ja, Großbritannien bildet schon seit längerem ukrainische Soldaten aus, im vergangenen Jahr alleine 10.000. Zuletzt sind auch Soldaten gekommen, um an dem Challenger-Panzer ausgebildet zu werden. Und Großbritannien hat heute angekündigt, dass es dieses Programm noch mal ausweiten wird, dass es mehr Ausbildung geben soll und zusätzlich auch für Marinesoldaten und auch für Kampfpiloten, damit die in der Lage sein sollen, im Fall der Fälle in Zukunft auch NATO-Jets zu fliegen. Ob das jetzt ein Zeichen ist, dass sich die Position Großbritanniens in der Frage geändert hat. Soweit würde ich nicht gehen, das wäre reine Spekulation. Dankeschön nach London, danke Sven Lohmann.